So, hallo liebe Deutschland, herzlich willkommen zum Teil 2 meines Videos, meiner Bestellung eigentlich. Vielleicht habt ihr gestern schon mein erstes Video gesehen, in dem ich das schöne Stück hier Earbuds, ich glaube M66 Pro, vorgestellt hatte. Genau. Und heute, liebe Leute, werde ich das Teil, mein Smartwatch, das war ein Teil dieser Bestellung. Das waren zwei Produkte. Genau, kurz vorstellen. So sieht die Verpackung aus. Ein Pappkarton. Das ist die Frontseite. Ich zeige euch kurz die Rückseite von dem Pappkarton, von der Verpackung. Genau, da steht das, die Modellnummer, Black Metal Silicon Strap. Ist das Band von dem Smartwatch. Genau. Und halt ja, die sämtlichen Details. Ja, mit einem Barcode. Genau, nicht vergessen hier, auf der Verpackung ist ein kleines Pinchen. Color. Und da steht schwarz. Ich erinnere mich daran, dass dieses Produkt in verschiedenen Farben angeboten ist. Genau. So, jetzt ist die Zeit, die Verpackung zu öffnen und gucken, was drin eigentlich steckt. So, ich habe das Becher, ja, die Verpackung, diese Plastik, Hartplastikverpackung rausgeholt. Und so sieht das Ding im ersten Blick. Genau, wie ihr seht, das hier, ich glaube, das ist das Smartwatch. Was ist das? Das weiß ich auch nicht. Das muss ich selbst gucken. Das sieht so ein Band aus. Aber das hier, das sieht definitiv ein Plastik, also Silikonband aus. Ich möchte euch von ganz dicht dran zeigen. Genau, man sieht hier, das ist Silikon. Ja, vom Aussehen ist eigentlich gute Qualität. Ja, und das Teil, da ist ein Sticker drauf. Please make full charging before the smartwatch, before using the smartwatch. Ich vermute mal. Genau, und das ist das dritte Teil in der Verpackung. So sieht das Ganze aus von oben. So, ich habe kurz vergessen, das zu zeigen. Unter der Plastikverpackung, da war diese Kurzanleitung. Genau, Smart Wristband Users Guide. Das ist auf Englisch. Genau. So, ich möchte gerne kurz dieses Teil aus der Folie rausholen und gucken, was ist denn überhaupt? Ich bin kurios. So, liebe Leute, ich habe das Teil aus der Folie rausgeholt und wie ich abgeschätzt habe, das ist ein extra, ein separates Band für das Smartwatch. Und das ist Metall. Das ist Metall und sehr edel, sehr fein gemacht. Ja. In diesem Perspektiv seht ihr definitiv gut aus, besser aus. Genau. Das ist der Öffner, Schließer, glaube ich, ja. Das ist auch aus Metall, das sieht so aus. Eine Folie, eine blaue Folie drauf.
und das ist die andere Seite. Ja, sehr fein gemacht. So, ich habe das Band quasi umgedreht und da steht auf die Rückseite Stainless Steel. Das bedeutet auf Deutsch Edelstahl. Wow. So, jetzt habe ich das Silikonteil rausgeholt. Genau, das ist ein kleines Pin. Ich glaube, das ist für das Smartwatch. Damit das Band, ich glaube, hier an diesen zwei Punkten mit diesem Pin und genauso auf die andere Seite hier befestigen kann. Ja, genau. Das hier ist dieses Pin, die zwei Seiten. Und genau, das ist die andere Seite. Jo, das ist cool, das finde ich top. Zwei Stück Band, einmal aus Edelstahl, Metall, das ist das Teil hier, und einmal hier Silikon. Was man macht, Entschuldigung, was man mag. So, jetzt habe ich das Smartwatch selbst aus der Verpackung, aus der harten Plastikverpackung rausgeholt. Ich möchte gerne euch das wie gut möglich zeigen. Guckt hier. Das ist die Frontseite. Ich glaube, das ist die das Touchpanel, ja, zum Treiben. Genau. Da ist eine Folie drauf. Ach, hier auf die rechte Seite, wenn ihr genau guckt, das ist ein Drehrad aus Metall. Das weiß ich im Moment selbst nicht. Was macht es? Genau. Das Smartwatch habe ich umgedreht und man sieht hier, das sind zwei Kupferpünktchen. Und das glaube ich, das ist Plus und Minus von der Batterie zum Aufladen, definitiv. Und das sind einige Sensoren, das sieht so ein bisschen sensorisch aus. Und auf die rechte Seite hier sind drei Öffnungen. Das ist definitiv ein Lautsprecher. Genau, und hier ist auch eine Öffnung. Könnte sein, dass das Mikrofon ist. Mal gucken. So, ich wollte euch das letzte Teil aus der Verpackung zeigen. Das Teil hier. Mit einem USB-Kabel. Genau, ihr seht, ja. Das USB und das ist eine kleine Station, eine sehr, wie sagt man auf Englisch, eine sehr cute Station, sehr klein, fein gemacht und da sieht man diese zwei Pünktchen, genau, die man hier auf dem Smartwatch auch sieht, genau. So, liebe Leute, ich werde jetzt versuchen, das Smartwatch auf die Station, auf die Ladestation, auf diese sogenannte Ladestation draufzustellen. Mal gucken, ob das... Ah! Da gibt's ein Magnet. Wenn ihr guckt hier, ja, das ist richtig drauf gesteckt. Man braucht nicht so viel Kopfarbeit zu machen. Nicht so viel Energie reinstecken. So, liebe Zuschauer, das Ganze, dieses Smartwatch, ihr werdet mich nicht glauben, das hat mir, ich
Ich muss genau die Rechnung gucken. 7 Euro, genau, 7,5 oder also 7 Euro irgendwas gekostet. 7 Euro für diese Smartwatch. Unglaublich. Aus dem Portal Temu. Bezüglich dieser Ladestation bedeutet, das kann man praktisch auf allen USB-Anschlüssen, wo man auf dem Rechner, ja, in einem Ladegerät zum Beispiel, einem Netzteil, einfach reinstecken und das Smartwatch aufladen. Einfach. Easy peasy Japanesey. So, jetzt wollte ich eigentlich das Band, das Silikonband, mit diesem Pin montieren. Eine Seite von dem Pin habe ich einfach reingesteckt und die andere, weil ich bin alleine hier und bekomme keine Hilfe, habe ich meinen Fingernagel genutzt. Also diese rechte Seite von dem Pin, genau, die habe ich mit dem Fingernagel reingedrückt. Und dieses Pin ist dann ja nach ein bisschen Drücken eingerastet. So, das ist das Endergebnis. Ein Teil von dem Band ist drin. Jetzt mache ich das zweite Teil, das andere. So Leute, guckt ihr. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Smartwatch, ja, erstmal einfach auf meinem Handgelenk hingestellt. Das ist ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Das sieht gut aus. So, das Smartwatch steht fest. Das ist ein cooles Gefühl. Der Sticker ist immer noch drauf. Wie ihr seht, das sieht gut aus. Schick. Das sieht schick aus. Jetzt muss man den Kleber wegmachen. So, den Kleber habe ich weggekriegt. Wie ihr seht hier. Das ist eine kleine Folie. Guckt hier. Wow. Das sieht niegelnagelneu aus. Wow. Für 7 Euro, 8 Euro, mir reicht das Gefühl. Wow. So. Jetzt wollte ich eigentlich dieses Drehrad auf die rechte Seite drücken und versuchen, das Smartwatch anzumachen. Das versuche ich euch zu zeigen. Genau. Ihr seht. Und das ist das kleine Rädchen im Drehrad hier. Ich versuche das reinzudrücken. Ah, Fit Pro. Wow. Okay, direkt eine Uhranzeige. Und wenn ich wenn ich swipe, dann gibt es verschiedene Anzeigen hier. Aha. Das ist auch eine Anzeige. Okay. Ah, wenn ich nach oben swipe, dann kommt dieses Menü. Da steht Style 3. Das ist bestimmt die Styles von dem Smartwatch, ein Barcode hier, ein Musikzeichen, die Mond, das ist Flugzeugmodus, was weiß ich, das sind irgendwie Kommunikationszeichen. Da oben rechts
ist die Batterie, also Akku. Und auf die linke Seite hier oben sind auch zwei Zeichen hier, Musikzeichen mit WLAN und dann wieder ein WLAN-Zeichen. Ja, und wenn ich von oben nach unten swipe, ach, da steht 0. Die Uhrzeit und 0, okay. So. Zum Zweck des Zeigens habe ich das Smartwatch bisschen nach vorne gebracht, damit ihr sehen könnt. Genau, also ich habe hier einfach geswiped mit verschiedenen Anzeigen, das habe ich schon gezeigt. Genau, und wenn man einmal eintippt, dann kommt dieses Menü. Das ist ein Herzzeichen, das sieht so ein Telefonbuch aus. Das ist das Dialer. Das sieht so bestimmt nach irgendeinem Gesundheitsdingsbums aus. Keine Ahnung. Genau, das sieht so Wetter aus. Und das ist auch irgendwie Gesundheitsmanagement. Unten irgendwas finden, Musik, Messages, also SMS, schlafen oder Hotel, das weiß ich. Genau. Und ganz unten, interessant, WhatsApp Symbol auf Facebook und Twitter. Ja, Twitter ist mittlerweile X geworden. Ja, die Uhr ist alt. Und ein Zahnrad, also Einstellungen. Wenn man hier reingeht, dann da steht Siri. Okay, interessant. About, Set Language, also Sprache einstellen, Set Time. Die Uhrzeit einstellen, Datum einstellen, Backlight einstellen und Go Back Zeit einstellen. So, liebe Zuschauer, jetzt will ich mein Smartwatch mit meinem Smartphone verbinden. Ich bin im Menü Bluetooth reingegangen und das ist die ganze Auflistung von Bluetooth-Geräten. Und wenn man unterscrollt, da steht Y13, genau hier. Und das ist mein Smartwatch, weil ich habe in den Einstellungen vom Smartwatch geguckt, da stand Y irgendwas, also das Modell. Genau. Und wenn ich hier eintippe, also das auswähle, steht Koppel. Jetzt ein bisschen abwarten. Okay, jetzt sagt es also Kommunikation mit Y13 nicht möglich, warum, wie auch immer. Das müssen wir kontrollieren. Ah ja, ich habe rausgefunden, das Smartwatch muss im Wachzustand sein, also nicht im Sleep. Ich habe dieses Drehrad auf die rechte Seite mal gedrückt und jetzt werde ich versuchen, in meinem Bluetooth. Genau. Jetzt seht ihr also zweimal tatsächlich. Y13. Okay, ich versuche erstmal hier mit diesem Musikzeichen auszuwählen. Jetzt macht das Koppeln. Okay, jetzt kommt die Meldung. Mit Y13 koppeln. Ja, koppeln. Und hier oben. 13 aktiv verbunden. So, ich habe einfach auf diesem Handy YouTube geöffnet und jetzt versuche ich ein Video abzuspielen. Wow, Leute,
Also das Smartwatch dient als mein Lautsprecher. So, ich glaube, ihr könnt schon hören. So, wie ich euch gezeigt habe, das Handy zeigt jetzt, also mein Smartwatch Y13 ist aktiv verbunden. Wenn man hier reingeht, genau, und wenn dann entkoppeln, also ich nutze aktuell für Anrufe, Medienaudio und man kann auch Kontakte teilen. Aha. Wenn ich das auswähle hier. Okay. Jetzt muss ich mein Smartwatch kontrollieren. Was passiert dort überhaupt? So, liebe Leute, ich habe das Smartwatch in die Hand geholt. Das war ein bisschen ungünstig. Und jetzt wollen wir gucken eigentlich, ob die Kontakte irgendwie synchronisiert werden oder nicht. Ja, das ist ein bisschen interessant hier. Ja, ich drücke nochmal, okay. Wenn ich einmal eintippe, dann kommt dieses Menü. Und meiner Meinung nach, diese Person hier, dieses blaue Zeichen, das ist das Telefonbuch, also Phonebook. Wenn man hier reingeht, okay, da kommt nichts. Da ist eine Auflistung, aber die Auflistung ist leer. Okay. So, das Telefonbuch war leer, aber ich wollte euch zeigen, dieses Telefonzeichen. Genau. Ah, das ist der Dialer. Okay. Und das Eingeben, das funktioniert auch. So, ich würde gerne jetzt diesen Dialer probieren, weil wir haben schon das Smartwatch verbunden. So, ich gehe hier in dem Dialer und versuche irgendeine Nummer, ja, eine komische Nummer, eine falsche Nummer. Okay. Einzuwählen. Ah, wie ihr seht, das hat funktioniert. Wow. Wenn ich diese Wolke eintippe, hier reingehe. Aha. Das sagt Weather, also Wetter. Und da steht 0 Grad. Das bedeutet, diese Funktion gibt es, aber das ist irgendwie nicht mit dem Smartphone synchronisiert. So, jetzt wollte ich euch kurz zeigen, was ich vorhin gezeigt hatte. Wenn man hier runter geht, Einstellungen. Und da steht Siri. Wenn ich hier reingehe, ach was, wow, habt ihr geguckt? Was bedeutet ein Smartwatch? Wow, das hat sauber funktioniert. So, liebe Leute, eine kleine Sache habe ich vergessen. Wenn man hier dieses Pin guckt, da ist ein Dingsbums hier. Das hier.
das kleine Kügelchen. Und wenn man hier ja dieses Kügelchen nach links macht und dann mit dem Fingernagel, ich versuche hier das zu zeigen, genau, nach unten drückt, dann kommt das Ding raus. Hoppla! Ist es nicht einfach? Ein kleines Ding funktioniert. Aber Top-Funktionalität. Genau. Ich versuche hier das wieder reinzukriegen. Genau, nach unten drücken. Und das Ding ist rein. Na? So, noch eine Funktionalität von dem Smartwatch. Wie ihr seht, das bin ich und mein Bruder. Und dieses Foto kam aus einer DSLR-Kamera. Also richtig gute Kamera. Und dieses Foto habe ich über eine App, die mit diesem Smartwatch mitgeliefert ist. Ja, muss man halt installieren. Das werde ich euch zeigen. Zum Smartwatch übertragen. Und so ist das Ergebnis. Falls ihr näher guckt, das ist eigentlich sehr gute Qualität. Also das kann man für jedes Foto, jedes Bild machen. So, die nächste Funktion ist auch sehr interessant und muss ich sagen, auf Englisch sagen accurate, also sehr präzise, sehr genau. Zeige ich euch kurz. Genau. Und dieses Zeichen oben rechts, das Herz. Und wenn man hier reingeht, das macht was, muss man ein bisschen abwarten, bis die Ergebnisse da sind. Ach, guck dir. Ausgezeichnet. Also 75 BPM, also Beats per Minute. Das ist mein Herzschlagrate quasi. Und wenn man das nochmal machen will, dann sollte man einfach einmal hier eintippen. Und dann, das macht das nochmals. Genau. Das habe ich kontrolliert. Die Ergebnisse. Mit einigen anderen Personen. Und ja, für eine gesunde Person. Die Beats per Minute, also der Herzschlagrate, sollte eigentlich um die 60 bis 80 sein. Und das ist eigentlich genau. So, liebe Deutschland, die nächste Funktion. Wie ihr sehen könnt, ich habe das Menüstil geändert. Ja, also von oben nach unten. Und genau in die andere Richtung, ja. Und wenn man hier runter scrollt, da ist eine Funktion Blutdruck hier, ja, mit diesem orangen oder roten, das weiß ich, Zeichensymbol. Und wenn man das auswählt, dann das Smartwatch macht irgendwas. Wir müssen ein bisschen abwarten. Und guck hier. Hervorragend. Ist es nicht top? 80, 120. Und laut Google, für eine gesunde Person sollte auch genau in diesem Bereich sein. Die Ergebnisse habe ich, wie gesagt, mit einigen anderen Personen auch kontrolliert. Also gesunde Personen. Und die waren auch
ja, für einen Erwachsenen in dem Bereich. Das ist top. Und rechts, sehr klein geschrieben, ist das letzte Ergebnis. Also 86, 100 Sitzen. Und da steht auch vor ein paar Minuten gemessen. Na, oben rechts sieht man die Uhrzeit. Und wenn man nochmals messen möchte, dann einfach einmal eintippen. Dann macht er Aktualisierung. Muss ein bisschen abwarten. Ja, ein bisschen relativ still bleiben. Genau, 86, 117. So, die nächste Funktion. Hier oben Stoppuhr. So. Starten Sie und zurücksetzen. Ja. Wir starten mal. Jetzt. So, läuft gut. Kann man pausieren. Genau. Und dann kann man auch zurücksetzen. So, dann haben wir eine sehr interessante Funktion. Ganz unten. Blutsauerstoff. Ich habe das ausgewählt. Und das Ding misst irgendwas. Ich glaube, ach was, 97% Sauerstoff im Blut. Aha, okay. So, liebe Leute, die Ergebnisse halt, ja, muss man kontrollieren halt, ja. Ich bin kein Arzt. Einfach ein Ingenieur, ich weiß es nicht, ja, wie viel sollte man haben. Na gut, aber es ist eine coole Funktion, mindestens zum Zeigen. Ob es präzise ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Genau hier, wenn man so nochmal messen will, genau einmal eintippen. Und dann ein bisschen abwarten für das Endergebnis. So, die nächste Sache, Leute, ich habe auf meinem Handy meine Musik-App geöffnet. Und hier ist die Musikfunktion im Smartwatch. Ganz kurz. Genau, ich wollte euch zeigen im Menü, wie man hier sieht, Musik. So, ich bin einfach in die Musik-App reingegangen und also zum ersten Mal, ich glaube, ich habe auf meinem Handy zum ersten Mal also manuell abgespielt, also auf Play gedrückt und danach. Und dann, also im Hintergrund, seht ihr vielleicht mein Handy, vielleicht jetzt, na gut. Und dann in diese Musik-App einfach auf Play drücken. Und genauso. Mal auch pausieren. So, dann als nächstes haben wir zurücksetzen hier, dieses gelbes Zeichen, gelbes C vielleicht, ja. Das funktioniert, habe ich einmal gemacht und das ging einfach top. Da unten steht Wetter. Und wenn man hier reingeht, da steht 18, 12 Grad Celsius. Okay. Gestern war eine andere Messung. Das heißt, es funktioniert, aber wie das genau funktioniert, ich weiß es auch selbst nicht. Muss ich kontrollieren.
Also wenn Sie noch weiter runter scrollen, da gibt es diese Option mit dem Zahnrad, Einstellungen, da steht mehr. Also die erste Funktion ist Siri, die ich schon gezeigt habe. Dann gibt es ein Über, also über das Gerät. Und wenn man hier reingeht, dann sieht man die genaue Modellierung, Modellnummer LY736DY13. Und dann glaube ich, oh, das ist ein MAC-Address vielleicht unten. Genau. Die Softwareversion. Ja. So. Dieses Button unten mit einem Power-Zeichen, Power-Symbol quasi. Wenn Sie. Das ist das Ausschalten, also auf die Software-Ebene. Wenn Sie das Smartwatch soft ausschalten wollen, dann drücken Sie einfach hier. Da steht herunterfahren und das Smartwatch ist aus. Und wenn man wieder hochfahren will, dann muss man dieses Drehrad auf die rechte Seite bisschen mit Kraft und gedrückt halten. Na? Das geht schnell. Einfach eintippen. Dreimal, viermal runter scrollen. Dann kommen wir in dem Menü mehr rein. Genau. So, meine liebe Leute, jetzt werde ich euch was ganz Besonderes zeigen. Es gibt eine App, eine Anwendung, die zu diesem Smartwatch mitgeliefert ist. Und diese Anwendung, diese App, müssen Sie über diesen QR-Code, der auf dieser Kurzanleitung steht, installieren. So, ich habe die App schon installiert und das ist die Grundübersicht. Und was ich als erstes gemacht hatte, wenn Sie hier unter Meins gehen, da steht Benutzerprofil. Und hier habe ich ein Konto erstellt, also für diese Anwendung. Und das habe ich gemacht über Google. Also Sie können das Google-Konto verbinden. Das ging einfach sehr schnell. So, die nächste Funktion ist eigentlich eine gesundheitsbezogene Funktion und sehr interessant, sehr modern. Und ich habe die Erinnerung, also man muss eigentlich eine Praxis oder ein Krankenhaus besuchen, ja, für so einen Test. Der Test heißt das hier. EKG. Also auf Englisch Elektrokardiogramm. Und ich werde gleich euch zeigen, wie das funktioniert. So. Also diese Funktion ist also unter Menüpunkt Schritt und man sieht einfacher EKG. Und im Smartwatch ist eine Funktion, ein Menüpunkt ECG, ECG, zweites von oben. So, jetzt werde ich starten mit dieser Funktion. Ich werde einfach hier auf. So, ich habe ein bisschen hart gearbeitet. Diese Funktion EKG, also Elektrokardiogramm auf Englisch, das wollte ich euch also richtig zeigen. Ne? Links seht ihr mein Smartwatch und rechts mein Handy mit dieser Funktion EKG. Und wenn ich hier auf ECG, Purple Zeichen drücke,
und sieht man einfach oben, das ist geil. Ich bin überzeugt, das ist wirklich EKG-Test, also EKG-Messung, die aufgezeichnet wird, die aufgenommen wird hier. Also links ist mein Handgelenk, da ist das Smartwatch und rechts ist mein Handy. Und dort wird das Ganze aufgenommen, ausgezeichnet. Geil. Und wie ihr seht, wenn ich also ein bisschen bewege, das ändert sich. Und das ist das Endergebnis. Zeit, also die Uhrzeit, Datum, Höhe, was weiß ich, was ist das? Das kann ich euch nicht sagen. Gewicht 100, weiß ich auch nicht. Der Herzschlag, 81, das ist richtig. Wow. Und das ist mein Endergebnis von 0, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 und 40 bis 50. Also die Aufzeichnung, die aufnehmen quasi, läuft für 50 Sekunden. Wow. So. Die nächste Funktion ist noch geiler. Noch interessanter. Also, Sie können das Smartwatch aus dem Handy treiben. Das geht auch. Zum Beispiel diese Funktion, also unter dem Menü zum Schritt, wenn man hier reingeht, also Herzfrequenz, da ist ein Herzzeichen auch, ja. Wenn man hier reingeht, und das ist mein Smartwatch. Ja. Und wie ihr seht, ich bin ja aus der Grundübersicht. Ich habe nichts ausgewählt. Wenn ich hier Messung starten drücke, dann guckt hier, Smartwatch ist direkt in diese Funktion reingesprungen. Und das ist das Ergebnis, 78. Genau, das ist dort. Das ist jetzt aufgenommen, aufgelistet mit Datum und so weiter und so fort. Interessant. Wow. So, die nächste Sache ist auch sehr interessant, sehr praktisch. Wenn ich hier unter dem Menü zum Set reingehe, da sind verschiedene Funktionen. Da ist eine Funktion, Remote-Fotos aufnehmen. Wenn ich das auswähle hier, ich habe meine Kamera, ja, und das ist eine Art Selfie-Stick. So, wie ihr sehen könnt, mein Smartwatch ist in diese Funktion reingesprungen, reingegangen. Da ist ein Button mit einer Kamerazeichen. Da steht Starten. Wenn ich das drücke, mein Handy macht ein Foto. So, ich werde euch kurz zeigen. Genau dieses Button. Ach, da ist ein Timer. Und jetzt hat er ein Foto gemacht. Z. Gibt es eine Option andere. Wir gehen hier rein. Genau, das ist eine Funktion, Vibrationseinstellung. Das heißt, also das ist die Einstellung für das Smartwatch. Ob es vibriert, vibrieren kann oder nicht. Genau. Das kann man hier wieder einwählen. Wenn das eingewählt ist, ich gehe mal hier zurück. Genau. Und da oben ist eine Funktion finden. Das ist wie wenn man das Smartwatch irgendwie verliert im ja, zu Hause oder im Büro oder irgendwo anders
und man weiß nicht, wo es ist, dann kann man hier auf Finden drücken und guckt hier. Das hat vibriert. Das zeigt auch, ja. Man sieht auch das Licht vielleicht in Ferne. Und das ist eine Funktion unten, hör auf, damit das beendet werden kann. So, inzwischen habe ich mein Band gewechselt. Das ist das Silikonband. Das hier. Ach Mensch, das haben die edel gemacht. It is nice. Guckt einfach. Das haben die edel gemacht, sehr fein gemacht. Ja. Da ist ein Metall-Clips-Dingsbums. Ja. Das sieht top aus, ne? Wow. Und wenn ich euch am Ende den Preis von diesem Smartwatch nenne, ihr werdet nicht glauben. So, liebe Leute, jetzt wollte ich euch zeigen, wie man diese Funktion Telefonbuch hier das zweite Option von oben nutzt. Wenn sie hier reingehen, wenn sie hier reingehen, dann man sieht eigentlich verschiedene Kontakte, ja. Und das sind die Kontakte, die hier in der App unter dem Menüpunkt Set und Option Lieblingskontakte zu sehen. Ja. Der aktuelle Guthabenrand ist aus, um dieses Gespräch zu führen. Möchten Sie Ihr Konto jetzt mit einer Guthaben? Okay. Also ich habe kein Guthaben auf meinem Konto, aber die Person wurde eingewählt, ja. Und dann unten, dann sieht man hier, kann man einfach einen neuen Kontakt aufnehmen, auflisten. Ja, ich werde das einfach Guthaben. Genau. Eingeben und dann mit OK bestätigen. Okay, der sagt so, ich muss die richtige Telefonnummer hier eingeben. Okay, aber unten im Feld Nummer, da rechts ist ein Telefonzeichen und das ist das Telefonbuch Ihres Smartphones. Genau. Und hier kann man zum Beispiel Guthaben Abfrage, ja. Als Beispiel nämlich. Würde ich hier reingehen in mein Smartwatch und im Telefonbuch. Und dann werde ich, also man hat Platz für quasi 1, 2, 3, 4 Kontakte im Display zu gucken, ja, gleichzeitig. Das heißt, muss ich runter scrollen. Und wie ihr seht, hier ist mein neuer Kontakt. Guthabenabfrage. Wenn ich hier das auswähle, und dann seht ihr, mein Handy macht was. Ja? Genau. Ich habe leider 0,04 Cent auf meinem Konto. So, liebe Deutschland. Ich werde euch jetzt also die nächste Funktion. Vielleicht habe ich also vergessen. Wenn man hier runter scrollt. Genau. Genau diese Option, die da oben auf Platz Nummer 1 steht, ja, mit diesen verschiedenen Farben, Gesundheit, bla bla bla. Wenn man hier reingeht, das habe ich leider nicht verstanden, ja, das ist eine Funktion, eine relativ längere Funktion, ja, ich glaube hier oben 1565, da sind die Schritte und so weiter und so fort. Und wenn man hier, also in dieser Option,
runterscrollt, dann kommt verschiedene Sachen. Ja? Ja, das, wie ich geschätzt hatte, Steps, also die erste Angabe, zweite weiß was weiß ich, dritte weiß ich auch nicht. Das geht weiter, das ist ein Graph, eine Aufzeichnung. Ja, und interessanterweise oben steht Gesundheit, Trizyklus. Genau, und da steht auch also Gesamtstrecke und Gesamtkalorien. Das hat definitiv mit dem Lauf und mit dem, ja, mit dem Joggen zu tun. Ich würde mich sehr freuen, wenn irgendein Liebhaber, ein Zuschauer kommentiert, was ist das für überhaupt eine Option, das habe ich leider nicht verstanden. So, die nächste interessante Funktion im Menü ist diese Option Sport. Das habe ich kurz probiert, getestet. Im Endeffekt, es gibt 4 und dann 3, also 7 Untermenüs. Aber es gibt 3 Menüs hier. Einmal Laufen. Wenn ihr guckt, hier so oben ist die Zeit und dann ist der Herzschlag, Kalorien, Kilometer und die Pace. Also die Pace bedeutet hier die Zahl der Schritte. Ja. Und wenn man rechts swipet, dann kommt dieses Menü. Da kann man die Zeit pausieren. Ja. Ich habe die Zeit pausiert. Das heißt, die Zeit ist angehalten. Man kann irgendwas anderes machen. Ja. Und dann nochmal beim Laufen loslegen. Genau. Und die zweite Option hier ist also Stopp. Das heißt, mein Programm, mein Laufen, mein Sport wird beendet. Ja? Genau. Dann kommt man zurück. Also wirklich, die zweite Option ist Fahrt. Hier. Also die zweite Variante quasi, ja, unter Sport. Hat man oben die Zeit, den Herzschlag, Kalorien und dann Kilometer. Genau, das ist ja bisschen anders. Und die dritte Variante ist Krafttraining hier. Genau, da hat man die Zeit, Herzschlag und Kalorien. Die restlichen Optionen hier unter Basketball, dann Tennis, Volleyball und Fußball. Das sind im Endeffekt, ich gehe hier im Fußball rein, das sind dieselben wie beim